Hinten habe ich es jetzt schon runtergeschraubt. Vorne haben wir nachher genau dasselbe Spiel. Einfach dort die Gummitüle irgendwie ausbringen. Da die geht mir besser. Ich bringe vielleicht mit einer Hand Schiene aus, hoffe ich. Zumindest mehr oder weniger. Genau, kommt schon raus. So, lege ich einfach her. Da hier vorne sieht man sogar noch schöner. Da ist gleich der Stecker da. Abstecker. Kabel wieder das Loch durch. Kabel ist da. Dann Scheinwerfer da vorne abschrauben. Und weg ist er. So, jetzt ist es soweit. Jetzt backeln wir es endlich aus. Einen habe ich übrigens schon auspacken, den habe ich auch schon aufgeschraubt. Einfach mal nur so als Test, aber es passt alles. Genau. Da den Styropor noch runter. Da ist dann eigentlich immer noch so eine Backe dabei, der war halt nochmal. Ja, das ist eigentlich genau dasselbe wie der originale Holz und ein paar Schrauben und Muttern. Und da ist der Scheinwerfer drin. Wir können ja mal einen Vergleich machen mit einem alten. Schaut eigentlich ziemlich genauso aus, bis auf das am Glasel, da kennt man es ein bisschen. Und was halt noch ist, ich hätte es vielleicht ein bisschen cooler gefunden, wenn das da auch so super war wie da. Das ist nämlich eher so gräulich, sage ich mal. Aber ansonsten eigentlich ziemlich cool gebaut. Vor allem, ich finde einfach, das schaut scheiße aus, wenn man da irgendwelche anderen LED-Scheinwerfer aufgebaut, die wo nicht so ausschauen wie die Originalen. Das finde ich passt einfach nicht zu dem Bullock. Genau. Man merkt auf jeden Fall auch, dass deutlich schwerer sind. Die haben halt auch komplett aus Metall. Also so von der Verarbeitung her sind sie wirklich richtig hochwertig, sage ich mal. Übrigens die anderen da, wenn man es mal so nebeneinander hebt, die haben auch komplett aus Metall. Also wirklich auch hochwertig verarbeitet und so. Das einzigste ist, wie gesagt, dass die halt nicht den Stecker schon drauf haben. Und sonst preislich haben die eigentlich ziemlich. Ich darf das nicht fast. Also ich darf das nicht gleich sagen, aber fast gleich. Also fast wirklich gleich. Genau. Jetzt gehen wir mal da auf. Wenn ich da aufkomme. Wenn ich alle zwei Hände voll habe. Aber ich glaube, es funktioniert. Genau, da hängt der schon dran. Kabel habe ich schon eingezogen. Muss jetzt dann quasi nur noch da anstecken. Und dann ist das Werk eigentlich schon vollbracht. Also, das Werk ist jetzt relativ, es ist ja eigentlich nicht viel zum da. Ich kann es mal probieren, da die Kamera da irgendwie hinstellen. Oder da hinstellen. Keine Ahnung, ich stelle es jetzt mal einfach da her. Dann schraube ich jetzt den Scheinwerfer einfach mal nochmal an. Und dann kann man ja vielleicht ein bisschen was sehen, wenn ich es mal anstecke. Wobei das normalerweise jeder dann auch irgendwo hinbringen soll. Genau, einen Beitragsschein brauche ich noch. Hier unten auf wieder. Man sieht das natürlich ziemlich früh außer meine Hände. Aber ist jetzt ja mal egal. Na, da haben wir Stoffmodern drauf, also. Geht locker sozusagen, aber auch nicht zu fest. Also, der Mann aufgeht dann. Ich müsste aber so dran, weil ich da ziemlich bescheiden hinkomme. Die heute halt ziemlich unter dem Dorf drin haben. Die hat die passen die Verlängerungen gerade. Ja, ein bisschen fester muss ich noch. Los ist jetzt einmal. Dann
Muss man nur noch schauen, dass man den Gucker Scheinwerfer am besten so ein bisschen nach oben klappen einfach. Dann kommt man da besser unten im Loch eine. Und da durchhitzen. Genau, Schusskabel da. Dann am besten ist natürlich schon, wenn man sich da merkt, welcher Scheinwerfer vorher ein Sticker war. Weil die kann man ja abschalten, einzeln. Und sonst schaltet man, also ansonsten schaltet man halt den falschen ab. Das war natürlich eher doof. Genau, da einfach wieder ausstecken. Jetzt mal so ein bisschen. Also wirklich easy. Und da die Gummitülle wieder auf. Gut, die muss man jetzt da dann natürlich wieder irgendwie da so rein pfuhlen. Das ist vielleicht ein bisschen. Ich glaube, das ist der größte Scheiß, also. Aber das ist alles machbar. Auch wenn irgendetwas gar nichts mit, irgendwie, also mit Schrauben oder sowas zum Tor hat, das sollte glaube ich wirklich fast jeder hinbringen. Einzige beim Dach, ob ich da einen auf, da muss man halt ein bisschen schauen. Aber ansonsten nichts Schlimmes. Genau. Und da ist er noch nicht gescheit drin. Jetzt, genau, Gummis sind da wieder drin. Ich glaube, ich muss das dann danach einmal alles ein bisschen ausblasen, dass der ganze Stab wieder heraus ist. Ich stecke jetzt natürlich sonst wo hier. Keine Ahnung, den halt irgendwo da so nach außen gestellt und den anderen auch irgendwo bis bei der Obi. Da muss man dann dabei schauen, wie man es dann einstellt. Das kommt nachher dabei auf. Genau. Also, ich tue jetzt das einfach da abisolieren. Das muss jetzt gar nicht so viel sein. Da haben wir so abisoliert sagen. Die ist von Knipex. Gibt es auch ganz viele andere. Genau, dann nehmen wir da einmal einen so einen Pin und einen so einen Gummitüdel da. Das passt. Jetzt, jetzt warten wir schnell, bis der aus ist, dass er versteht. Genau. Da geht es jetzt weiter, Kompressor ist aus. Dann nehmen wir jetzt den richtigen Pin. Und so einen Gummitüdel habe ich den schon nochmal. Ja. Ja, doch, hast du gesagt. Ja, aber ich habe ihn gleich nicht wirklich genommen. Genau, dann nehmen wir jetzt zum Beispiel da das weiße Kabel, dann ist da ein bisschen zusammendradeln. Und schieben wir da das so drüber. Genau, dann schaut das ungefähr so aus. Das ist für Hütterli, ja. Und dann muss man jetzt ein bisschen schauen, der Draht, der sollte ungefähr da in dem Bereich, das ist natürlich ganz scharf, ja. Also eigentlich darf es jetzt so auch gerade passen. Natürlich ist da ein bisschen zusammenzwicker, dass es da ein bisschen hebt. Und dann nehmen wir unseren Zang. Ja, genau, der ist sowieso der Basser, der Einsatz drin hat. Ist einfach Knipex. Die ist auch von Knipex, ja. Die ist gar nicht so günstig. Aber sehr, sehr Auch geil. sehr geil, ja, mit dem Set da. Genau, da haben verschiedene Einsätze drin und so. Schleichwerbung. Genau. Dann brauchen wir mir da das Kleinste. Nehmen wir das da so eine. Dann muss man es nur noch zusammendrücken. Genau, und dann schaut das ungefähr so aus. Dann ist das da zusammendrückt und da ist die Gummitüle da noch mit aufgedruckt. Und dann kann man das eigentlich schon da in den Stecker da rein. Da. Also mache ich jetzt nicht. Wenn wir halt dann schauen, wie rum und so das reingekehrt. Aber das ist eigentlich überhaupt keine Tragik nicht an. Zum Auspinnen, da haben wir da so ein, ja, so ein Auspinnwerkzeug. Das war eigentlich überhaupt nicht teuer, glaube ich, oder? Nein, das ist eher relativ günstig. Ja, relativ günstig, aber das tut auch, weil. Waren die, ah ja, genau. Dann die alten, da haben einfach da so Nosen,
Die stehen da bei den Neier ein bisschen weiter aussehen und dann muss man einfach von oben reinfahren, das reindrücken und dann kann man es eigentlich auserzählen. Das ist eigentlich auch ziemlich simpel. Wenn man jetzt quasi ein Ausbrennwerkzeug hat, vielleicht hat irgendjemand. Reisnadel. Ja, brauchst du was, was dünn ist? Ganz eine dünne Reisnadel auf jeden Fall. Also, ja. Aber das funktioniert auch zur Not. Genau, das werde ich jetzt mit alle drei bzw. mit alle sechs Kabinen so also machen. Und dann. Ja, dann sehen wir uns wieder, dann nehmen wir das da einpinnen und da irgendwie einklipsen. Und dann können wir es eigentlich wieder einbauen. Genau. So, der erste Scheinwerfer ist schon hergerichtet. Da ist schon alles drin. Einpinnen ist auch schon. Angeschraubt auch schon alles. Da ist der zweite, der ist noch leer. Da müssen wir jetzt genau die weißen Plastikdinger, die müssen wir da runterschrauben. Weil da kommen nachher die Kugeln da rein. Beziehungsweise das müssen wir da einklipsen dann. Ich einfach da einen Torx und da rüber geschraubt und dann kommen wir einfach rüber zu. Genau, schaut dann genau ungefähr so aus. Dann braucht man eigentlich nur den Scheinwerfer da. Da kann man dann zwar nicht mehr die alten Schrauben hernehmen, aber ist ja egal, da haben andere nicht dabei. Das ist mit einem Gewinden, das ist so Art Blechschrauben einfach. Das kommt dann halt einfach da aufgesteckt, dann da die Schrauben rein, dann brauchen wir da aber einen Kreuzleiter und keinen Torx, aber ist ja egal. Machen wir ungefähr noch einmal, dann schraubt man das da fest und dann ist das Ding da drin und dann kann man das da drin halt einklipsen. Dann zum Eipinner, das ist eigentlich ganz simpel, man muss einfach noch schauen, warum der Pin reingehört. Dann, ja, jetzt kommen wir da natürlich wieder mit die, das passt. Schauen wir, ob es irgendwie so funktioniert. Genau, und dann muss man den Pin da einfach nur ist gut gesagt, mit einer Hand einfach nur da reinschirmen. Und dann hört man irgendwann einmal, dass es Klick macht und dann ist er eingerast. Ja, das ist eigentlich wirklich kein Hexenwerk. So. Habt ihr das jetzt wahrscheinlich nicht gehört, aber das macht dann so ganz leicht Klick. Dann macht man die Nosen zu, die wo ich vorher gefilmt habe. Genau, und dann ist das drin. Das kann jetzt leider ein bisschen schlecht sein mit einer Hand, aber es geht. So, das ist jetzt Sicht von unter dem Motorhaum. Ich sitze da quasi auf dem Luftfilterkasten oben. Die letzte Schraube fällt noch, die geht da noch rein. Ansonsten, ja, die Gummideckel, die können da noch auf. Da die originalen Stecker da, richtig geil. Genau, wenn ich das angeschraubt habe, würde ich sagen, schauen wir uns das Endergebnis dann an. Und ja. So, Endergebnis vom Werk. Ich weiß nicht, was es ist, finde, aber ich muss sagen, dass es einfach schon irgendwie ziemlich geil ausschaut, weil das Ganze den Bulldog einfach um keine Ahnung wie viel Jahre jünger macht. Also da kann einer sagen, was er mag. Da sagen wir, schalten wir es jetzt einfach mal an, oder? Ich hoffe, dass es dann auch funktioniert. Das war der nächste Optimum. Puh, die gingen gut. Ha? Die blinden ganz schön. Die blinden ganz schön. Genau, da haben wir einmal Abblendlicht. Das funktioniert ja schon mal. Das ist schon mal was. Ah, geil, dann schalten wir alle dazu quasi. Nein, die oberen. Also die nein, doch, die auch. Also. Nicht, ob man es sieht. Ich weiß nicht, ich finde es eigentlich. Ich finde es ultra geil einfach nur. Ich glaube einfach mal so, dass man alles gesehen hat, schreibt jetzt einfach mal alles sein. Und das ist einfach mal ein Licht jetzt. Dann wird ein großer Tag werden. Na, ja, da kann es in der Nacht da werden. Ja, da wird es in der Nacht da, meine. Also wenn man jetzt mal von vorne anschaut, das schaut einfach richtig geil aus. Es gingen einfach nur, also es sind insgesamt vier Sachen, die wo einfach nur absolut unpassend ausschauen jetzt. Wenn man das mal so von, ja genau, von da anschaut, das war einmal ganz rechts und ganz links. Weil jetzt alles so schön bläulich leicht, außer die Begrenzungsleichten und der Standlicht. Das schaut noch ein bisschen kacke aus, aber das wird in naher Zukunft wird das geändert, damit dann da alles blau ist. Wir können von hinten auch mal schauen, oder?
Steht 33 drin. Alles LED. Oder was sagt ihr dazu? Also, einfach nur, wenn man es sieht, macht man der Bullock ist, keine Ahnung, 5 Jahre, 10 Jahre jünger. Und das macht einfach was hier, erstens vom Sängen her und zweitens, wie es von außen einfach ausschaut. Steht ja mal gut. Das steht ja mal gut, das ja. Also, da kann man nichts sagen. Gut. Vorher war es ein bisschen komisch, weil da vorne oft noch so gelb war, aber jetzt halt. Das ist einfach, jetzt sehe ich wahrscheinlich gar nichts mehr von lauter. So, mit dem geilen Anblick würde ich sagen, war es das für das Video. Schreibt es in die Kommentare, was ihr es gefunden habt. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ja, sonst einfach alles in die Kommentare reinschreiben, was euch interessiert und sonstiges. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Da würde mich freuen, wenn wir uns wieder sehen oder hören. Und Servus.